Miau, und damit willkommen zu Gato Roboto. Roboto? Robot? Wie auch immer, auf jeden Fall zu Gato Roboto. Dieses Spiel ist so eine Art Metroidvania, könnte man sagen. Ich habe noch nichts dazu angeschaut, es wird alles blind gespielt. Ich werde versuchen, 100% zu machen, also das ist mein Ziel. Ich werde es nicht versprechen, aber es ist auf jeden Fall mein Ziel, 100% zu machen. Ich denke mal nicht, dass es so schwer ist, deshalb werde ich es wahrscheinlich schaffen. Und, ja, ich hatte einfach Bock auf dieses Spiel, ich habe es so auf Steam gesehen. Es kommt in Schwarz-Weiß-Stil, wo ich nichts gegen habe. Ich dachte mir einfach, okay, cool, der Hauptprotagonist ist eine Katze in einem Roboterkostüm. Und ich dachte mir, das sieht richtig sick aus. Ich spiele mir das jetzt hole das jetzt und dann spielen wir es. Ja, seltsame Begrüßung, wie auch immer. Ja, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich 100% schaffen. Schaffen, vielleicht. Ich weiß, wie ich laber. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Spiel. Ja, wie gesagt, ich werde versuchen, 100% zu machen. Neues Spiel. Wir spielen blind. Gary an Missionszentrum. Missionszentrum, bitte komm. Ende. Hier ist das Missionszentrum. Ende. Commander, ich empfange ein Signal von einem kleinen Planeten auf meiner Route. Die Koordinaten lauten 4, 2, 0, 6, 9. Ende. Die Koordinaten stimmen mit denen unserer Forschungseinrichtungen überein. Wahrscheinlich ein falscher Alarm, Lieutenant. Diese Einrichtung ist schon seit langem verlassen. Ende. Ich bitte um Erlaubnis, mir das anzusehen, Commander. Ende. Nähern Sie sich vorsichtig, Lieutenant. Ende. Jawohl, Commander. Ich nähere mich dem Ziel. Vorbereitungen auf... Gary, wir haben den Sichtkontakt verloren. Wir stürzen ab. Halt dich fest, Kätzchen. Uff. Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss von Anfang an schon sagen, ich liebe diese Stimme, diesen Text. Das erinnert mich komplett an so Spielen wie Shibirobo. Oder Banjo-Kazooie, keine Ahnung, was gibt's noch? Animal Crossing so ein bisschen. Feier ich. Aber ich lebe. Hallo? Kann mich jemand hören? Was? Kiki, mein Kätzchen. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Kiki. Ich stecke in diesem Schiff fest. Kiki, du wirst an meiner Stelle losgehen müssen. Rede ich gerade wirklich mit einer Katze? Tut mir leid, Kätzchen. Ich stehe vor einer Beförderung und kann mir kein weiteres Missgeschick erlauben. In diesen Forschungsanlagen gibt es meist einen steuerbaren Sicherheitsmeck. Lass uns sehen, ob wir einen finden. Ich werde dich über dein Funkhalsband führen. Hör einfach auf meine Stimme. Viel Glück. Braves Kätzchen. Oh, jetzt können wir uns bewegen. Okay, ich kann springen, was kann ich noch? Ich kann schreien. Okay, ich kann springen und schreien. Noch irgendwas? Okay, ich habe eine Karte. Oh, aha. Ich glaube, das sollten wir noch nicht sehen. Okay, cool. Okay, das Springen, daran muss ich mich gewöhnen, an das Springen. Das ist anders als in anderen Spielen. Also das kann man jetzt nicht so gut vergleichen wie mit Mario zum Beispiel. Bei Mario spielt man ganz anders als hier. Okay, da muss ich mich noch gerade gewöhnen. Nichts Schlechtes, ist einfach nur eine Umgewöhnung. Ja. Okay, ich denke mal, wir sollen hier nach rechts lagen. Oh, interessant, wenn man hier solche... Okay, sehr interessant, wenn man hier so hochspringt, dann ändert sich die Animation von der Katze. Dann geht die so ein bisschen seitlich, seht ihr das? Ist ein bisschen seitlich dann. Okay, interessant. Vielleicht hat das mit irgendeinem... Oh, kann ich den Walljump machen? Das sieht so aus. Vielleicht kann ich einen Walljump machen. Wir werden es noch rausfinden. Nee. Obwohl, doch. Vielleicht.
Doch, ich glaube, ich kann einen Wall-Jump machen. Na, wie auch immer. Hier kommen wir nicht lang. Okay, dann gehen wir einen anderen Weg. Dann geht's hier wohl doch nicht lang. Karte sagt, rechts geht zwar lang, hier geht's aber auch nach unten angeblich. Ah, dafür ist das. Okay, ich dachte mir schon, irgendwas muss das doch gut sein. Wir können einfach, wenn wir an der Wand springen, können wir die Wand hochklettern. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Stimmt etwas nicht, Kiki? Ja, wir sind wasserscheu. Kiki, sag bloß, du hast Angst vor dem bisschen Wasser. Das ist der einzige Weg, der weiterführt, Kiki. Du musst da reingehen, Kiki. Auf die eine oder andere Art. Buh! Er hat uns erschreckt. Okay, wir können jetzt schwimmen. Okay. Okay, interessant. Kann ich da hoch? Oh, ich kann hier hoch. Okay, bringt nichts. Ja doch, gut. Dann brauchen wir nicht schwimmen. Dann können wir so rüber. Brauchen wir nicht schwimmen. Das ist doch gut für Kiki. Die kleine Kiki, wo will sie denn lang? Sagt die Karte. Okay, nach links geht's nicht, also nach unten. Okay. Werd mich wahrscheinlich öfters an die Karte orientieren. Okay, hier ist eine Wand. Die können wir nicht aufbrechen. Das geht nicht. Okay. Wow. Okay, ich krieg grad wirklich so Metroid-Vibes. Das sieht halt alles wirklich so wie Metroid aus. Nur halt in Schwarz-Weiß. Okay. Geht ziemlich weit nach unten hier. Hoffentlich ist das hier der richtige Weg. Atmosphäre ist cool. Oh, eine Floppy Disk. Gut gemacht, Kiki. Tritt auf diese Plattform, um den Anzug anzulegen. Okay. Sieh mal einer an, Kiki. Es scheint irgendwie zu passen. Drücke zum Ablegen, Y. Jetzt, da du ausgerüstet bist, ist es an der Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. Braves Kätzchen. Oh, mit Y kommen wir wieder raus. Oh, cool. Okay, mit B kommt hier so Dampf raus. Oh, mit X können wir schießen. Oh, yeah. Piu, 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 piu. Cool. Ignoriert bitte hier unten die Zeit. Die bedeutet eigentlich rein gar nichts. Kann ich die ausmachen? Kann ich die ausmachen? Na, ist auch egal. Ja, da steht es auch an der Seite. Man kann so raus. Mit Y. NRG. Was heißt das denn? Hm? Oh mein Gott, Gegner! Zerstört sie! Das ist ein Roboter, wie es mir scheint. Okay. Oh Gott, die verfolgen mich. Okay. Die sind erledigt. Aua! Was soll das denn? Nicht gerade höflich. Okay, das ist kaputt. Das ist ein Nest. Oder was auch immer das war. Okay, wir können nicht mal an der Wand klettern mit dem Kostüm. Mit dem Roboter. Okay, ich weiß nicht, ob der böse war. Oh, wir können die Dinger abschießen und dann können wir rein. Das funktioniert nicht. Okay, B macht immer noch nichts. Okay. Greift er mich an? Oh, ja, er schadet mich. Okay, und dann geht rechts die Energieleiste runter. Alles klar. Okay, das macht Sinn. Warum ist noch so ein Schlängelfiech? Komm mal her! Yeah! Okay, da kommen wir nicht hoch. Nee, wir können viel... Wir können nicht so hoch, auf jeden Fall. Nee, wir können nicht so hoch springen. Was, hier schon? Okay. Oh, habe ich dich gesehen. Ups. Ich muss mal aufpassen. Das ist schwarz-weiß. Muss mal gucken, was sind die Gegner, was nicht.
Was ist das denn Schönes? Kiki hat einen Energy Kit erhalten! Kiki, du hast einen Energy Kit gefunden. Maximale Energie wurde erhöht. Gute Arbeit, Kiki. Cool! Weiß nicht, ob das so gut ist, direkt am Anfang des Spiels einem mehr Leben zu geben, aber okay. Aua, ich kann nicht mit dem Outfit unter Wasser. Okay. Ach, dafür ist das hier da. Ja, okay, macht Sinn. Alles klar. So, und jetzt können wir bestimmt nach rechts, oder? Wow. Einfach ausweichen. Aua! Okay, ich muss noch ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Die sind Frösche. Die sind gemein. Was ist denn hier? Ich bin geheilt. Cool, dankeschön. Okay, wo sind wir jetzt? Sind all diese weißen Punkte Räume? Kann das sein? Okay, wir können nach rechts oder nach unten. Ich würde mal vorschlagen, gehen wir nach unten. Das ist schon sehr interessant. Sand? Okay, vielleicht war das doch keine so gute Idee. Wo bin ich? Nee, hier gibt's nichts. War das so eine gute Idee? Ich weiß nicht. Oh, oh, aua, das war klar. Ah, das Wasser. Da oben ist ein Nest. Irgendwas? Ich glaube, ich bin einfach gerade im Kreis gelaufen, oder? Okay, du bist kaputt. Ist noch eins. Mhm. Wo, wir können nach rechts. Was ist denn hier rechts? Oh, Bossraum! Oh na, okay, kein Boss, aber so ein paar Gegner in einem Raum eingesperrt mit mir. Aber ich habe es geschafft. Das heißt, wir können nur nach rechts. Und hier rechts? Moment. Kann Kiki runter? Ja? Kann sie oder kann er? Weiß nicht, welches Geschlecht Kiki ist. Aber ich glaube, Gato heißt übersetzt Kater. Deshalb würde ich eher auf männlich tippen. Obwohl Kiki eigentlich, soweit ich es weiß, ich weiß ja nicht, ob ja männliche Katzen kennen, die Kiki heißen. Also ich kenne nur weibliche. Wer kann ich nicht unter Wasser atmen? Solange ich will? Vielleicht. Okay. Interessant. Ich glaube, wir kommen aber nicht weiter, oder? Ich glaube, das ist für später oder so. Na? Nee, ich glaube, hier soll ich nicht lang. Alles klar, dann gehen wir mal hier nach links weiter. Was gibt's denn hier? Gar nichts. Das ist nicht gut. Ich bin so ein bisschen stuck. Ich bin stuck. Moment, ich bin nicht stuck. Ich kann mit Kiki doch hier hoch. Oder? Ja, ja, kann ich. Nein, kann ich nicht. Verdammt, da komme ich aber gar nicht lang. Oh nein! Arme Kiki! Das wollte ich nicht, es tut mir leid. Ah, jetzt ist das Ort nicht mehr erkundet. Ja, ist okay. Wir sollen da wahrscheinlich noch gar nicht lang. Gehen wir einfach hier lang. Ja, aber hier kommen auch nicht lang. Irgendwie kann ich die Dinge aber gar nicht zerstören. Irgendwas verpasse ich bestimmt. Und dann denke ich mal, will das Spiel doch, dass ich runtergehe? Dann habe ich hier vielleicht irgendwas verpasst? Musste ich hier irgendwas machen? Was ich gesehen habe? Ah, man kann den Sprung doch schaffen. Okay. Ah. Okay, ich glaube, ich schreibe einfach das Ganze raus. Ich habe gerade überall nachgeschaut, wo ich lang muss. Hier kann man lang. Und nun können wir hier rüber huschen. Und hier gibt es einen Power-Up. Kiki hat ein Raketenmodul erhalten. Kiki, du hast eine Rakete gefunden. Drücke B, um sie einzusetzen. Zerstöre Steine. Erhöhe deine Sprungweite. Miau. Miau.
Ende und aus. Okay, cool. Dann holen wir uns unser Roboterkostüm wieder. Jung. Und nun können wir Raketen schießen. Ah, wir können aber nicht so viele Raketen schießen, sonst überhitzt das überhitzt der Roboter. Bam, bam. Bam. Jetzt können wir hoch, oder? Oh ja, können wir. Cool. Hey, 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 hey. Weg da. Oh, ist hier so ein Nest. Aua. Aua, aua. Was hat der? Hier sind ein paar Fröschis. Oh, da oben kann ich nicht wegspringen, aber was ist da unten? Ich würde gerne gucken, ob da unten bei den ganzen Gegnern irgendwas versteckt ist. Kann ja sein. Ne, das kann ich jetzt nichts. Ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, man soll nach oben. Also ganz nach oben. So, genau. Habt ihr schon gesehen? Links die Leiste. Ist kurz vorm Überhitzen, wenn ich zwei hintereinander schieße. Muss ich aufpassen. Aber bestimmt gibt es dafür auch schon wieder ein paar Upgrades später. Kann mir sehr gut vorstellen. Cool. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ah, sieh mal einer an, wo wir jetzt sind. Oh, und jetzt kommen wir wahrscheinlich hier rechts weiter. Genau. Und noch ein Upgrade. Great. Oder nur ein Save Point. Okay, es ist nur ein Save Point. Okay, dann gehen wir mal nach links lang. Miau. Oh, eine Maus. Miau. Was quiekt da so? Kiki, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Oh mein Gott. Ein richtiger Bosskampf. Aua, aua, aua. Kämpfen gegen eine Robotermaus. Aua. Aua, okay, ich stelle mich sehr schlecht an. Oh Gott. Hä? Wie fange ich die denn aus? Nein, jetzt mal ohne Witz. Oh oh. Was ist da vor? Oh! 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 Okay. Ah, Mist. Okay, da haben wir es nicht geschafft. Okay, wir können aber von vorne anfangen. Okay, was muss ich machen? Vielleicht muss ich da unten durch? Ich weiß nicht, wie ich dem ausweiche. Oder einfach warten? Ah, aber das prallt noch an der Wand ab. Okay, das hat geklappt. Komm her! Okay, das kann nicht besser ausweichen. Ach, vielleicht kann ich. Ah, doch, doch, doch. Beides macht Damage. Beides macht Schaden. Raketen und. Schuss. Okay. Das ist sehr gut zu wissen. Aua. Nein, bitte nicht sterben. Okay, ja, genau, dann geh nach oben, geh nach oben. Das kann ich viel besser. Die arme Maus, es muss getan werden. Oh mein Gott. Okay, wow. Hey, 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 entspann dich. Autsch. Ich meine, quick. Miau. Hat die Maus gesprochen? Ich habe anscheinend eine Menge Blut verloren. Geh weiter, Kätzchen. Ich zähle auf dich. Oh Gott. Oh, Rats Achievement. Cool. Okay, dann haben wir wohl am Ende nochmal einen kleinen Bosskampf gemacht. Den Rattenkampf. Cool. Okay. Na, noch einmal nicht auf. Wir gucken uns doch noch ein bisschen um. Bis zum nächsten Checkpoint, würde ich sagen. Das würde dann, wäre glaube ich, genug für die erste Folge. Da unten ist Wasser. Da, oh, da unten geht's lang. Da unten geht's lang. Ich würde gerne erstmal abspeichern, das dann in der nächsten Folge abchecken.
Oh, das hat auch geklappt. So komme ich natürlich auch nach oben. Hm. Was gibt's denn hier Schönes? Okay. Moment, aber ich will mal ganz kurz absteigen. Weil ich glaube, dass es da unten irgendwas Cooles gibt. Und was ist denn eigentlich hier links? Nichts. Okay, was ist dann da rechts? Ich weiß nicht, ob ich da schon lang soll. Aber ich bin sehr interessiert. Oh! Ja, cool! Kiki hat einen Energy-Kit erhalten! Yay! Jetzt haben wir mehr Leben! Okay, das hat sich gelohnt. Das ist ein cooles Secret. Okay. Und genau deshalb mag ich solche Spiele. Einfach, weil man durchs Erkunden, durch sowas erkunden, ganz schöne kleine Belohnungen bekommen kann. Jetzt haben wir nämlich 8 Leben. Diese 8 Energiepunkte. Yay! Hier sind ein paar Frösche. Die Frösche werden kalt gemacht. Okay. Ah, jetzt sind wir hier. Habt ihr euch erinnert? Hm, ja. Okay. Was gibt's hier? Hm. Mal gucken, was es hier oben gibt. Okay. Komm her. Und ist auch weg. Ist das hier oben nur ein Rückweg oder ist ja auch irgendwas Besonderes? Nur ein Rückweg. Trotzdem cool. Ja. Nur ein Rückweg. Mich ein bisschen treffen lassen. Aber ich glaube, wenn wir hier lang gehen. Achso, hier auf dem Boden sind. Sehe ich die? Ich erkenne die nie. Das ist natürlich nicht gut. Okay, da komme ich nicht ran. Da oben ist doch einer. Ich habe ich zumindest gesehen hier. Ja, ja. Ja, die Froggies, die sieht man immer. Ich glaube, da komme ich nur hoch, wenn ich rüber hochkletter. Aber es bringt mir nichts. Oh Gott, die Fliege. Das bringt nichts. Komme ich nicht hoch. Ich kann die hier unten, von hier unten nicht abschießen. Und da komme ich auch nicht so hoch. Hm. Vielleicht finden wir ja noch ein Power-Up. Ich würde aber sagen, dass wir hier erstmal aufhören und in der nächsten Folge weitermachen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei. Bei Gato Roboto. Miau.